sagt die Steffi, whenever you're ready, you can make Startup Taxi to Holy Quiet 3-1 und dann geht's gleich los. Also, Jochen, was haben wir da für einen Motor drin? Ist Edison? Nee. Rolls-Royce Merlin? Packer. Richtig, Rolls-Royce Packer, der in Lizenz gebaute Merlin. 12-Zylinder V-Motor, knappe 30 Liter Hubraum und rund 1700 PS stark. So, schauen Sie mal auf diesen großen Vierblatt. Peter macht sich gerade fertig zum Starten des Triebwerkes und dann geht's im Bälde los. Jetzt wartet sie bitte noch. Dann steig mal ab. Bist du aufs Klo? Guck, jetzt landet die U52. Ja, und so eben butterweich aufgesetzt hier auf der Piste 1-3 von links die Junkers U52, betrieben von der Schweizer UR in Zürich-Dübendorf. Da drüben steht doch auch noch eine Zahnfarbene. Ja, richtig. Das Schöne an den Schweizern ist, die haben sogar noch die Original-BMW-Motoren von damals drin. Die haben die so gut gerichtet. Nein, das ist ein Militärtransport. Oh, guck mal, der kommt zu uns her, gefault. Ja, das ist ja Oberflug. Guck, jetzt dreht er gleich durch. Das ist eines der ersten größeren Flugzeuge, die Aluminium, voll Aluminium waren. Sich die drei Störche formieren. Nummer 4 wieder Mitte der Bahn. Peter Holloway aus Großbritannien stationiert.